Mein Gott, ich sehe aus, als hätte ich gerade einen Unfall gehabt. Das stimmt nicht, du Hässliche. Guten. Ah, wollen wir jetzt auch so das Pärchen sein, das zusammen gleichzeitig redet? Yes, actually. Wunderschönen guten Morgen. Disbelief. Wir haben unsere nächste Wohnungsbesichtigung. Oh mein Gott, heute an einem sehr besonderen Ort. I'm actually in complete disbelief. Am Schinkenplatz. Für diese Wohnung, ich bin so aufgeregt, weil actually, wir wollen dieses Haus mieten. Da ist für die Petra Vivian und Marvin lebt da oben. Ich in dem Riesen. Oh. Du sollst jetzt. Heute werden zwei Wohnungen gezeigt. Eine ist möbliert, ist so Penthouse. Der andere ist im gleichen Gebäude, aber nicht Penthouse und ist nicht möbliert. Das sind die Wohnungen, dass ich mich am meisten freue bis jetzt. Ja, ich freue mich auch richtig drauf. Die Lage ist cool. Boah, ist wunderschön. Mein Gott, oh, guck, es gibt einfach dort den fucking Typ. What is this? Typen, Statuen. Bams sind draußen. Ach. Der Bam. What is Bam? She's showing her Bam. Siehst du sie? Diese? Actually ein Zeichen. Oh, actually wir. Sie so as Chicks. Only Fans. Und dann hält sie oben ein und Stock. Den nächsten Plakat. Das ist ein Gewehr, sie will schießen. Mein Gott, Queen. Auf jeden Fall, wir sind sehr gespannt. Wir nehmen euch mit. Und als Letzte würde ich sagen, Boops. Eine gute Ecke so. Man ist zwar sehr zentral, aber gerade diese Ecke, finde ich persönlich, ist halt so ruhig, weil die jetzt nicht so tourihaft ist, genau hier jetzt ist. Das ist wo man sofort da rennt, ja, wenn man einfach mal weiter. Unter den Linden, da laufen genau. Natürlich, aber hier. Aber hier, so, genau diese Ecke ist also so. Also die laufen hier mal durch, gucken, oh, wow, tolles Gebäude und gehen weiter. Also ist nichts, ne? Nein, das sind auch sehr hübsch. Man sieht auch dann. Eine Kirche, nehme ich an. Oh, Entschuldigung. Das ist eine Südwestost, also da ist Süden, da ist Westen. Das heißt, wir haben abends hier den schönsten Sonnenuntergang, den man sieht. Das ist ja auch ein sehr idyllischer Blick in den Garten. Wirklich wunderschön. Also hier könnte man. Ah, mit dem Knopfdruck. Aha, ja, I can ja. See. Schön, ja, Sonntagszuhause hier, das ist auch ja. Schön. Ah, ja, ja. Hier, ja, hier ist tatsächlich ein kleiner Planungsfehler. Ja. Da ist der Backofen ein bisschen niedrig. Das können wir leider nicht mehr ändern. Das ist leider so. Das ist dahinter ist die Elektrikerwohnung. Ah, okay, da kann man. Fatality. Und das ist tatsächlich, das ist nur eine Attrappe, also da ist nichts dahinter. Okay. Und dann haben wir ja hier auch noch überall, also hier ist Müll. Da nochmal, genau. Ja. Also, hier kommt man ganz gut erstmal zurecht. Ich liebe das ja einfach von alleine zu gehen. Ich so, okay. Ja, ja, hier geht so ziemlich alles irgendwie von alleine. Wir haben hier KNX-Komponenten verbaut. Wir können eigentlich die ganze Wohnung steuern mit so einem Panel. Ich weiß nicht, was schon programmiert ist. Ja, ist es. Wir können immer von Raum zu Raum uns das einstellen. Wenn wir jetzt in die Halle gehen, können wir Licht an und Licht ausmachen. Oh, wow. Jalousien hoch und runter fahren. Genau, jedes Fenster hat hier noch so eine Jalousie. Ich mache das jetzt mal hier, weil dann weiß ich, dass ich hier richtig bin. Ja. Ne? Also hier sind diese Blinds. Ja. Die Heizung können Sie da runter steuern. Wenn Sie die Tür öffnen, geht automatisch Licht an. Das ist so eine Welcome Light, was hier integriert ist, sodass man nicht im Dunkeln. Mein Gott, steht. Ich lebe. Hier ist der separate Eingang über das Treppenhaus. Da können wir gleich, wenn wir rausgehen. So, dann kommen wir jetzt hier so ein bisschen in diesen Schlaf- und Badtrakt. Der Grundriss der Wohnung gibt es leider nicht hier als zweites Gäste-WC zu oder damals herzurichten. Deswegen haben wir das so gemacht, dass wir hier das Gäste-WC oder das WC haben. Aber abgetrennt vom Badezimmer. Das heißt, wenn Sie Gäste haben, ja. Die benutzen zwar ein und dasselbe WC, aber die sind nicht in Ihrem Badezimmer. Ah, das gut. Ist dann auch immer ganz schön. Ja, ne? Also wenn wir jetzt da durchgehen würden, würden Sie im Badezimmer stehen. Mein Gott, ich liebe. Der Stein ist wirklich wunderschön. Muss man nicht sagen. Ja, das ist ein Naturstein alles. Ne? Wir haben hier hohe Decken, wir haben die Türen an die Deckenhöhe angepasst. Also es sind alles so ein hochwertiger Fußboden. Das ist alles beleuchtet. Und hier kann man halt ja als Garderobe oder. Das ist super. Yeah. Ja, absolut. Hier wäre die Ankleide. Bettwäsche, alles kann man da. Ja, weil die auch das ist super. Die sind super hoch, ja, ja. Wie hoch ist die Decke? 2,80? Nee, die hat mehr. Mehr wahrscheinlich. 2,20 sind es, glaube ich. Ja. Okay, da passen schon ein paar Kleider rein, das ist gut. Dann geht es weiter in den Schlafbereich. In den Schlafbereich. Okay, ich brauche auch die Tapete. Wunderhübsch. Schön. Der Fernseher. So idyllisch. Ja, wirklich. Das ist natürlich ein bisschen klein hier, aber ich finde es muckelig. Also es ist ja. Ich persönlich brauche auch nicht so viel in einem Schlafzimmer. Ich denke mal so, wenn man die Räumlichkeiten hat für Kleiderschrank und alles, dann will ich eigentlich nur mein Bett. Vielleicht, ja. Vielleicht Fernseher, Nachtschrank und dann. Aber da ist dann das Bad. Okay. Badewanne. Mhm. Links auch, da ist die Dusche. Ah.
Regenbogenschild. Da ist wieder dieser Naturstein. Finde ich auch ganz schön. Was hier auch ganz toll ist, wir haben hier einen beheizten Spiegel. Das bedeutet, wenn Sie duschen, dann beschlägt das Licht. Ich sehe gerade, der Fernseher hier ist ein bisschen klein. Also sowas würden wir noch austauschen. Und auch die Couch im Wohnzimmer, die wird auch noch ausgetauscht. Ja. Wir einfach festgestellt haben, dass diese Couch, die sieht ja irgendwo ganz nett aus. Ja. Aber wenn man mal zu zweit drauf liegen möchte, um Fernsehen zu gucken, wird das schwierig. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir tauschen sie aus gegen wirklich sehr, sehr geschmackvolles so ein L-Sofa. Das im gleichen Stil, ja. Aber eben, dass man auch mal drauf liegen kann. Wunderschön. Ja. So, dann zeige ich Ihnen noch mal oben den Belvedere. Das ist wirklich einzigartig. Allein das sieht schön aus. Ja, absolut. Ja. Süß. Oh, wow. Ich finde das so schön. Das ist wirklich schön. Lieb's. Wir haben uns das da drin, haben wir uns das ein bisschen eingerichtet mit einer Outdoor-Kitchen. Mhm. Das heißt, wir haben da oben, wir können da Kaffee trinken, wir haben da einen Kühlschrank und man hat hier auch die Möglichkeit, Internetanschluss. Mhm. Dann die Eingangstür. Das ist so wie ein kleiner Flur. Dann man kommt rein, man hat diesen gigantischen Wohnbereich. Hier hat man dann die Terrasse, gehe ich gleich raus. Man hat in dieser Wohnung eine separate Küche, was ich auch wirklich wunderschön finde. Dann hier kommt eben der Wohnbereich. Man hat auch hier dann eine kleine Terrasse, die einfach super lang ist, finde ich ganz cute. Man sieht eben diese Kirche, man sieht diese wunderhübschen Gebäude. Danach, das finde ich ganz toll, diese Tür geht auch auf. Man hat diesen wunderschönen und super langen, mit diesen super hohen Decken Flur. Da ist ein Lift. Das ist so ein Gästebad. Finde ich auch richtig schön. Und sogar da die Lampen gehen an. Da kann man alles Mögliche einstellen. Hier kommen Zimmer, hier kommen Zimmer. Da man könnte wie eine Leseecke machen. Finde ich auch wunderschön. Dann da drin, ich denke, es kommt der Bad, wenn ich mich nicht täusche. Ah, nee, da kommt die Waschküche. Dann da kommt der große Masterbad. Ich bin heute, ach, ganz gut, Toilette. Und da ist dann das Schlafzimmer. Und da sieht man dann einfach draußen auf die gigantische Terrasse. Und da ist eben die Terrasse, die super lang ist. Und das ist dann die Aussicht. Wie fandest du die Wohnung? Wo waren wir überhaupt? War cute. Ich fand die untere Wohnung besser, auch wenn die nicht diese Dachterrasse hatte, einfach weil die irgendwie schöner geschnitten war, irgendwie größer, die hat offener gewirkt. War zwar im Wohnzimmer ein bisschen dunkler als die oben, aber hat mir trotzdem gut gefallen. Aber im Endeffekt trotzdem irgendwie ein Ticken klein. Ja, ist 120 Quadratmeter ist vielleicht nicht groß genug für zwei Menschen. Aber es war cute. Sie kommt in die engere Wahl. Sie war wirklich cute. Der Bad ist schön gewesen mit der Wasserfall-Dings. Ja, mein Gott, so ein Wasserhahn, der einfach ein Wasserfall ist. Und Küche war okay. Ich fand dann die Küche bei der ersten Wohnung schöner, die goldene. Ach so, beste. Ich dachte so die oben, wo man sich bücken muss für den Backofen. Die so, nee. Hey, meine Fehlkonstruktion, sie müsste sich leider komplett auf den Boden legen, um den Backofen zu öffnen. Aber den braucht man ja auch nicht so oft. Ja, aber wenn, wir würden die nicht mobilierte Wohnung nehmen. Oh. Der Aussicht war Bombe, der Aussicht vierte war schön. Ist super. Es war sehr ruhig, obwohl es so ein Hotspot ist eigentlich. Also um die Ecke Hotspot, aber da dann direkt so ruhig. Das fand ich sehr cute. Eigentlich hat mir schon ganz gut gefallen. Actually same. Zweite. Ein Meldeformular geht bestimmt raus. Boba, bis zu der nächsten Besichtigung. Ich kann nicht mehr vergiss uns. Nicht zu abonnieren. Lass der Alten einen Daumen nach oben da, ein Abo da und schaut unbedingt das nächste Video auch rein. Period. Bye. Bye.